So, dann holen wir uns mal den ganzen Krempel eben, bevor wir weitergehen. Sehr geehrte Miss Ortiz, auch wenn Ihr bemerkenswerter Einsatz für Kuvak Yaku durchaus Anerkennung verdient, weist Porvenir jegliche Verantwortung für den entsetzlichen Zustand des Dorfes von sich. Vielmehr ist unser Vorstand in Übereinstimmung mit Ihrem örtlichen Regierungsvertreter zu dem Schluss gekommen, dass uns keine andere Wahl bleibt, als rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten, sofern Sie Ihren verleumderischen Kreuzzug gegen uns nicht einstellen. Gezeichnet Roberto Lavilla, Geschäftsführer Porvenir. Aha, da hat aber jemand Knatsch. Was hast du zu erzählen? Si quiere conocer Kuwak Yaku, puedo ayudarla. Bist du der hiesige Fremdenführer? Sé a dónde ir. Y a quién no acercársele. Verstehe. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos. Pero la cerveza está caliente. Ich werde darauf achten. Ah, y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Genau. Schön. Ich behalte möglichen Ärger im Auge. Ojos bien abiertos. Okay. Mission verfügbar. Aha, ich markiere mir die mal eben. So, hier lag noch eine Kiste. Ah ja, und da lag auch noch Holz. Dankeschön. Gut. Dann gehe ich mal eben hier lang. Hast du meinen Mann gesehen? Oh, a mi hija. Ich glaube nicht. Wo hast du sie denn zuletzt gesehen? Pasan las noches con las estrellas, brillando y saludándome. Pero por la mañana viajan al río. Oh. Normalmente los veo brillando ahí. Pero la tormenta entre las olas aguas. Sé que están ahí abajo. Sé que lo están. Aha, Gold. Okay, danke schön. Ich denke mal, die beiden sind tot. Oh, lecker Fisch. Oh. Ui. Ihr habt aber großen rausgeholt, du. Weitermachen. Puesto a que nunca había visto nada así, ¿eh? Solo me queda esto. Le vendí el resto a ese buen comandante. Un poco intenso, pero lo importante es que me compró todo, ¿no? Bueno, excepto este. Funciona sin problemas. Nunca se descompone. Una belleza, ¿no? Also... No, es en serio. Aquí mi esposa no ha sido la misma desde el accidente. Pero el sonido suave la ayuda a relajarse. Freut mich. Ja. Freut mich übrigens auch. Solía haber un templo en la isla, por ahí. Pero todo lo que queda son un par de muros derrumbados. Und eine Steinsäule, wie es aussieht. Eso es más una estatua que una columna. Un trabajo complicado. Un profesor universitario vino a estudiarla hace unos años. Hat er was gelernt? Dijo que no tenía ningún sentido. Estaba bastante enojado por eso también. Dijo que tratamos de engañarlo o algo así. Ajá. Da ist also ein Monolith. Sieht man den von hier? Nee, scheinbar nicht. Okay, da sind noch allerhand Dinge im Wasser. Ich glaube, das war es auch schon hier am Dock. Oh, lecker Öl. Gib mal her. Ach, da ist Treibgut. Na, komm mal her. Klick. Ist das geil gemacht, ey. Ist das geil gemacht. Das ist so cool.
So, sprinten wir mal den Berg hoch. So, flirtet Jonah noch mit Abby? Na, die haben nichts mehr zu bequatschen scheinbar. Okay, dann waren wir jetzt am Dock im Fischladen, dann gehe ich mal hier rum. Oh, Möwe. Ich darf nicht schießen hier drin. Okay, schade. Da hinten ist noch eine Höhle. Oder zumindest sieht es aus wie eine Höhle. Hier kann ich buddeln. Aha. Hier gibt es noch Treibgut. Krypta entdeckt. Ach, guck. Na, siehst du. Bodenfresser. Wasserpflanzen pflücken. Warte mal eben, ich tauche mal eben auf. Aha. Oh, da ist noch Gold. Das schnappen wir uns auch. Jawohl, dankeschön. Das war kein... Doch, das war auch ein Bodenfresser. Okay. Da drüben liegt auch noch was. Komme ich da irgendwie an? Vielleicht ist das auch der Ausgang. Na, gib mal her, das Fett. Fett oder Öl? Ah, da. Dankeschön. Ja. Jemand hat den Weg verbarrikadiert. Das heißt, ich brauche wieder einen Brandpfeil, hä? Zack. Ich baue mir direkt einen neuen. Gibt es hier Fallen oder nicht? Okay, wir haben eine Taschenlampe. Hier war aber auch schon mal eine Expedition. Überall Fässer. Und diese Container. Hier kann ich was lernen. Na. Möge Vaters Wunsch nach Macht gestillt werden, wenn wir ihm in die jenseitige Welt folgen. Das gibt ja gar nicht mehr so viele Prozente dazu, ne? Da hängt was an der Decke. Hier geht's wohl nicht weiter. Oh, verdammt. Oh, au, aua, aua, aua. Jetzt verstehe ich. Das wird eine Rutschpartie. Hm? Oh, oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Sag mal. Die hat doch die Axt geworfen. Na los. Ja, ist blöd gelaufen, ich weiß. Oh Gott, nein! Doch, doch. Aha. Jetzt aber. Ah, dankeschön. Ja. Hier sind keine Expeditionskisten mehr.
Bis hierhin sind sie wohl nicht gekommen. Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Na dann, gib mal her. Was hast du da Schönes? Wieder ein Kleidungsstück? Ich denke mal schon, oder? 7 Meilenstiefeln. Und eine Errungenschaft freigeschaltet, sehr schön. Wie kommt man denn jetzt zurück? Wow. Hoppa. Ah, da geht's zurück scheinbar. Hoppa. Und rein die Axt. Okay. Okay. Da drüben liegt noch was. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, alles. Alle, jo. Ah, Gold. Danke. Unsagbarer Reichtum. Yay. Jetzt hagelt's hier Achievements. So einfach ist es manchmal. Da liegt ja auch noch was. Ach du Heiliger, okay. Da gibt es ein Relikt. Da müssen wir gleich mal eben hin. Das waren doch die Docks, oder nicht? Der Fischladen. Zumindest sah das so aus wie der Fischladen. Dupdi-dupdi-du, schwimmen wir mal eben wieder raus. Jetzt lass mich noch mal eben kurz zu diesem Relikt. Da unten irgendwo wahrscheinlich. Sah so aus wie an der allerletzten Ecke. Da vielleicht. Jawohl. Diese konische Gussform aus Eisen wurde hauptsächlich in den 60ern und 70ern genutzt, um kleine Goldbarren zu gießen. Ihre einzigartige Form sorgt dafür, dass sich das Gold am Boden absetzt, wodurch es von Unreinheiten befreit wird. Das ist ja super. Okay, jetzt haben wir schon 3 von 5. Da hätten wir 4 von 5. Ich sammle mir, glaube ich, mal eben diese Pflänzchen. Oh, da kann man auch noch was lernen. Guck dir das an.
Diese strahlend goldene Scheibe ist unverkennbar. Das hier ist Inti, der bedeutendste Gott der Inka. Er war der Gott der Sonne, Beschützer der Menschen und Spender von Wärme und Licht. Einigen Legenden zufolge hat er den Menschen außerdem den Weg in die Zivilisation gewiesen. Die Inka-Herrscher betrachteten sich entweder als Intis direkte Nachfahren oder seine Inkarnation auf Erden, je nachdem, welchen Herrscher man fragte. Okay, der beliebte Typ also. Was ist das? Ah, da sind auch noch Pflänzchen. Na, dann komm mal her. Das ist auch noch eine Schatztruhe. Ah, sehr gut. Treibgut nehme ich auch noch mit. Und diese Pflanze hier, bitte. Ha, sehr schön. Und schon wieder ein Erfahrungspunkt. So hübsch gemacht, wie sie aus dem Wasser kommt und sich erstmal die Haare trocken macht, ne? So das Wasser aus dem Zopf streicht und so. Schön, schön, schön. Gehen wir mal eben zum Lagerfeuer, wa? Haben wir jetzt schon wieder 2 Punkte? Leider nur 1 Fertigkeitenpunkt. Okay. Mach mal hier die Knockpunkte. Und die gewachste Sehne, bitte. So. Schnell reisen können im Basislager aus, ohne Zeitverlust in eine andere Region reisen. Jawohl. Hier sind ganz viele Sachen noch. Das gefällt mir gut. Ah, Tierhaut. Immer wieder gerne. Beklauen wir hier quasi die Leute oder ist das für die Müll? Na, geht auch. Hier wollte doch noch jemand reden, genau. Disculpe, la conozco? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass das privater Wohnraum ist. Vaya, perdimos mucho. Pero no sabía que había sido tanto. Ich wollte wirklich nicht. Sé que no fue así. Si nos disculpa, tenemos mucho que hacer. Oh, Entschuldigung. Sah auch schwer beschäftigt aus. Wie sie da am Tisch rumstand, ne? Lalalala. Oh, eine Karte. Ich klaue mir mal eben Stoff. Das scheint Abbys Stammbaum zu sein. Ihre Familie lebt seit Hunderten von Jahren in diesem Dorf. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorfbewohnern irgendwie verwandt. Das bleibt wohl nicht aus in so einem kleinen Dorf. Eieiei. Feinster Inzucht hier. Ich habe ein wenig nachgeforscht und denke, wir könnten eine eigene Raffinerie bauen. Es wird allerdings große Anstrengungen erfordern und ich kann es nicht allein machen. Wir müssen einen Öltank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern bauen. Der Rumpf des im Fluss gesunkenen Schiffes wäre dafür vermutlich geeignet. Irgendwelche Freiwilligen für eine Bergungsmission? Wir brauchen ein System, um das Rohöl zu sammeln. Wer will die Leitung der Eimerbrigade übernehmen? Sobald die Anlage steht, müssten wir Diesel, Kerosin und Benzin herstellen können. Die Menge sollte auf jeden Fall für die Flugzeuge ausreichen und irgendwann vielleicht sogar Profit abwerfen. Aha. Ist das Abbys Plan gewesen? Omar, estuvieron trabajando toda la noche. Und? Dafür werden sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein! Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Me encantaría sacar estos ladrones de aquí.
¿Alles en Ordnung? No, todo está mal como siempre. Estos saqueadores vienen a la ciudad, nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias, no nos pagan un salario digno. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que Porvenir se fue. Somos blancos fáciles. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Lo poco que teníamos se fue o está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Danke. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. Ah, Entschuldigung, da kam gerade mal eben Nisa. So, was soll ich tun? Nebenmission Banditensorge. Mit Oma sprechen. Okay, machen wir doch. Guten Tag. Verpiss dich! Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. Oh, ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Okay, jetzt soll ich mit Marco sprechen. Das mache ich dann auch noch. Falsche Richtung, hä? In der Bar. In der Bar. Vada Maha. Bist du Marco? Da ist Marco. Ich suche nach Marco. Hä? Para qué? Ich will nur mit ihm reden. No quiere problemas. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Trabajo? Ah, sí, sí, claro. Also, bist du Marco? Dígame que Omar no le envió para molestarme. Como alguno de esos animales lastime a mi hijo, yo... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Como me golpeé la rodilla, Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de recursos humanos, es mi trabajo buscar un reemplazo o... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Sí, me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. ¿Usted de verdad haría eso? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Gracias. Si ve a Pablo, por favor, dígale que estoy aquí. Zum Strand gehen. Okay, zu welchem Strand? Das hier ist der Strand. Ja. Ich würde ja gerne noch hier zu den Monolithen und zu dem Gold und so. Aber das scheint auch nicht eilig zu sein hier mit dieser Quest. Die läuft einfach so nebenher. Ich will zu diesem Monolithen noch. Alle, hopp. Und rein ins nasse Vergnügen. Oh. Kommt man denn da hin? Aha. Upsa. Und upsi. Weg damit. Einmal eben Luft holen. Und wieder runter. Aha. Das sieht doch vielversprechend aus. Oh, Schatztruhe. Fehlende Ausrüstung. Ein Dietrich. Schade. Okay. Ein Dietrich, wo kriege ich den denn her?
Das beschreibt etwas in der Nähe. Hole tief Luft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen. Mhm. Die meinen aber nicht diese Schatztruhe. Die meinten was anderes scheinbar. Hier komme ich nicht durch, oder? Nee. Schade. Au. Vielleicht von dieser Seite. Na komm schon, Lara. Sei nicht so doof. Wo finde ich denn dieses Gold? Da unten? Ah, da ist das Gold. Okay. Nee, bleib hier. Sehr schön. Das Treibgut hätte ich auch noch gerne. Das sind immer wichtige Materialien. Für diese Waffen-Upgrades. So. Was haben wir da? Da ist ein Überlebensversteck. Ah, sehr gut. Okay, ich nähere mich dem Ganzen. Das sieht aber so aus, als würde sie nicht weitergehen. Das ist ja jetzt blöd. Okay, vielleicht komme ich tatsächlich nur von der anderen Seite dahin. Also hier unten war ja nichts, außer eine Pflanze. Woher bekomme ich diesen Dietrich? Da liegt noch XP rum, die packe ich mir mal eben ein. Danke sehr. Und da liegt noch Treibgut. Sehr schön. Ja. Ja, dann. Ja, dann, ja, dann. Wandgemälde gibt es ja auch noch. Okay. Dann lass doch mal zum Händler. Mal gucken, vielleicht hat er ja einen Dietrich für uns. Du verkaufst Fisch. Ah, da oben drin scheinbar. No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto. Tut mir leid. ¿Eh? Usted no es Mariela. Nein, ich tut mir leid, dass ich gestört habe. Echt, Mann, tut mir voll leid. Händler, da ist er doch. Hallo. Déjeme adivinar. Omar la envió a extorsionarme. Sepa que no le daré nada a ese bastardo. ¿Wovon redest du denn da? ¿De qué estoy?
Disculpe, vi el cuchillo y el arma y pensé que... Olvídelo. ¿Busca algo en particular o solo está viendo? Was hast du denn? ¿Qué tengo? Esto es Kuwak Yaku, uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica. Bueno, podría hacerlo. Debería hacerlo. Wenn die Plünderer nicht wären? Exacto. Omar y sus matones van tras el dinero, no tras la historia. Tengo a la venta artículos culturales importantes. Un poco dañados, pero vale la pena restaurarlos. Aha. Eine Pistole, ein Gewehr. Oh, ich habe 5500 Gold. Pistolenvisier. Schalldämpfer. Das finde ich schön. Schwarzpulver. Pflanzen. Überreste 7 Meilen Gurt. Erhöht die Menge der herstellbaren Munition. Mehr Erfahrung von Lautlos-Kills. Hm. Geräuschlose Pfeile, Standardpfeile, die lautlos. Okay, okay, habe ich doch. Das habe ich doch alles. Was machen wir denn? Schalldämpfer? Es un buen trato para ambos. Siempre listo para los negocios. Ja, gerne, gerne. Gab noch ein Achievement. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Kuniraya, der Inka-Gott des Mondes. Er war von relativ niedrigem Stand und hatte deshalb auch keine Gefährtin. Das hier erzählt die Geschichte, wie er seinen Samen zu einer Frucht formte, deren Verzehr die Göttin Kaviyaka schwängerte. Da Kaviyaka noch Jungfrau war, kam ihre Schwangerschaft ziemlich überraschend. Als ihr Sohn geboren wurde, beantwortete er die Frage nach seinem Vater allerdings sofort, indem er direkt auf Kuniraya zukrabbelte. Kaviyaka sah sich durch Kunirayas niedrigen Stand derart gedemütigt, dass sie mit ihrem Sohn nach Peru floh, wo sie sich in Meeresklippen verwandelten. Schöne Meeresklippen verwandeln, alles klar. Ich würde mir gerne halt erst noch eben diesen Monolithenschatz schnappen. Si le interesa? Nee, ich brauch nix. Danke. Geh weg. Entschuldigung. ¿Es nueva? Debería hablar con Abigail. Insiste en hablar con los recién llegados. Du meinst Abby? Wir kennen uns. Sie war sehr hilfreich. Esa es nuestra Abigail. Siempre lista para reparar algún generador o detener alguna discusión. Es la alcaldesa de facto, dueña no oficial de una tienda, la mitad del departamento de bomberos... Y créame, es mejor no pelear con ella. Ich frage mich, wie sie das alles auf die Visitenkarte kriegt. Okay, dann viel Glück mit allem. Wie kriegt sie das auf die Visitenkarte? Die kennen ihr doch. Ich kann nicht mehr tragen. Dann macht ihr doch mal eben Pfeile. Zack, und schon geht wieder Holz rein, siehst du? Genau, hier wollte ich hin. Okay. Warum stehen hier explodierende Fässer? Ein neues Basislager entdeckt. Pistole. Ach, ich habe den Schalldämpfer schon drauf. Ich weiß noch nicht. Ah,
Ah, komm, wir erhöhen einmal den Schaden. Und das Gegengewicht. Das soll schon schief gehen. Fähigkeiten haben wir noch nicht, wieder zwei. Aber da vorne habe ich schon gesehen. Können wir wieder was lesen? Das hier ist ein bisschen ungewöhnlich. Es zeigt Schafe, Lamas und Ziegen, obwohl ein einzelner Bauer normalerweise keine drei Herden unterschiedlicher Tiere hüten würde. Dieses eine Lama, allein auf dem Hügel, das muss der Inka-Gott Urkuchilai sein. Er galt als Beschützer der Tiere und wurde oft als Lama dargestellt. Das hier ist eine Huldigung Urkuchilais, mit der die einheimischen Hirten demjenigen danken, der ihre Herden beschützt und so ihre Lebensgrundlage bewahrt. Urkuchilai. Verstehe, verstehe.